der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isle of Lamb. Heute aus Berlin. Und heute auch aus Köln, glaube ich. Also ich sitze in Berlin. Ich sitze in Köln. Hallo Leute, das ist Folge 129, glaube ich, von I Love Lamp, der Podcast, ja. Und wir haben jetzt hier was total Improvisorisches gemacht. Improvisiertes heißt es, ne? Das ist das richtige Wort. Provisorisch und improvisorisch zusammen ergibt improvisorisch. Ein improvisorischer Podcast. Das, liebe Kinder, wäre dann wohl der Titel dieser Folge. Ich habe mir gedacht, jetzt Europawahl ist gelaufen, komm, machen wir mal einen auf politisch und wir reden heute so viel über Politik, weil das können wir am besten und wo kann man das besser machen als im Herzen der Macht Europas in Berlin und ich sitze jetzt hier. In zwei Hauptstädten der Hipster. Köln ist doch keine Hipsterhauptstadt, Ehrenfeld ist so ein bisschen Ehrenfeld, Hipster überlaufen, ja, aber ansonsten. Ja. Ja, ich sitze auch mitten in Ehrenfeld gerade. Man hört's auch. Man hört auch, dass die Durchschnittsdeckenhöhe für Köln einfach mal um 3 Meter überstiegen wurde. Wie meinst du das? Naja, im Vergleich, weil ich sehr hohe Decken habe. Ach so. Ja, das wie ihr seht, werden wir uns heute sehr viel gegenseitig übers Maul reden, einfach deswegen, weil Simon und ich miteinander telefonieren. Ja, aber ich habe hier eine tolle LTE-Verbindung. Hier gibt es kein gratis WLAN am Reichstag. Also ich sitze direkt vor dem Reichstag. Das ist einfach so gespoilert. Dass ich am Reichstag sitze oder dass es hier kein WLAN gibt. Na, beides. Ach so, ja, ich hab mir gerade ein Fahrrad. Ich bin beruflich gerade in Berlin und habe mir dann gerade eben gedacht, ach komm, das Wetter ist so schön. Nimm mir mal hier so ein Fahrrad, ne, und fahr mal so ein bisschen rum. So, und was in Köln das KVB-Rad ist hier in Berlin das Dieser-Bike. Merke gerade, wir sind gar nicht auf Dieser vertreten. So wie der Anbieter. Ja, genau dieser Anbieter, da wo wir gar nicht zu hören sind, glaube ich. Das Billig-Spotify, genau. Und die sponsern hier alle Fahrräder. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Fahrrad geschnappt, weil das alles irgendwie das Gleiche ist. Und bin jetzt so ein paar Kilometerchen hier rumgeradelt, habe ein bisschen Katastrophentourismus gemacht, habe kurz an der SPD-Zentrale angehalten. Bombenstimmung da, ist echt Hammer. Nichts los. Und jetzt habe ich mir eine schöne Bank gesucht, hier an den ganzen Touristen vorbei. Also so die richtigen Touristen, weißt du, ist ja keiner von denen deutsch. Ne? Also eigentlich ist das ist ja mein Haus hier. Da steht ja dem deutschen Volke drauf, also gehört das mir. Ja, du darfst einfach jederzeit rein. Warst du auf Klo drin? Nee, ich glaube, dafür müsste ich erstmal durch die Sicherheitskontrolle gehen. Und bis ich da durch bin, ist, glaube ich, zu spät. Nee, aber du kannst ja trotzdem mal fragen. Ich meine, schließlich ist es dein gutes Recht, da drin auf Klo zu gehen, oder? Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich eher hier im Abgeordnetenhaus gegenüber mal kurz mein Geschäft machen. Da gibt's bestimmt so ein paar Büros, wo man gerade mal eben reingehen kann, die vor allem, wo eh schon was Braunes drin ist. Verstehst du, was ich meine? Einfach mal so ein braunes Ei legen auf den richtigen Parteistuhl. Fuki, Europawahl war. Sebi, wann war Europawahl? Ja, letzten Sonntag. Geht wählen, Leute, geht wählen. Ganz wichtig, geht wählen. Ja, genau. Jetzt die Tipps, geht wählen. Genau. Weißt du was? Was? Weißt du, was ich richtig traurig finde? Was denn? Mich nervt es ja, wenn Leute Hashtag geht wählen und sowas posten. Ne? Also ich weiß nicht warum, aber es nervt mich so sehr, dass viele Leute in dem Moment einfach denken, sie müssen das posten. Und ich habe darüber ein bisschen nachgedacht. Und tatsächlich regt es mich deswegen auf, weil es einfach notwendig ist heutzutage, dass Leute sowas posten. Weil es einfach immer noch Menschen gibt, die sich denken, das ist mir egal, das interessiert mich eh nicht. Und das check ich nicht. Ich verstehe, was du meinst, ja. In meinem Freundeskreis gibt es eigentlich nur zwei Leute, die jederzeit diesen Hashtag benutzen dürfen und sich irgendwie vielleicht drei Leute, die das machen können. Und das sind zum einen du, weil du einfach sehr viele Follower auf Twitter hast und damit einfach eine Reichweite schaffst. Ja. Und deswegen wahrscheinlich wirklich immer hilfst. Und ansonsten nur Mattes und Dirk. Du, Und das auch wegen der Follower. Aber ganz ehrlich, also teilweise haben Leute auf Facebook gepostet, war wählen. Und das hat er dann so um 17.50 Uhr gepostet. Ja. Da denke ich mir, Keule, das bringt jetzt auch nichts mehr. Es ist okay. Ich finde es okay, alle Aufmerksamkeit den Wahlen, weil es gibt nichts Wichtigeres in der Demokratie, als wirklich wählen zu gehen. Auch wenn man das Gefühl hat, dass es eigentlich gar nicht so richtig bringt, weil, naja, es ist nur eine Stimme von keine Ahnung, wie vielen Millionen Stimmberechtigten da waren. Aber wenn du nicht wählst, wird es schlimmer. Darfst du dich nicht beschweren, wenn am Ende hier die Falschen an der Macht sind, ja? Ja, so. Genau. Und was ich mir aber denke, gerade diese ganzen Geh-Wählen-Aufrufe, die kann man sich in dem Sinne eigentlich sparen, weil ich glaube, ganz ehrlich, kein einziger, der am Sonntag irgendwo ein Geh-Wählen-Hashtag oder sowas sieht, wird davon beeinflusst und sagt, na gut, dann gehe ich halt wählen. Weil die Leute, die sich bis Sonntag eh nicht entschieden haben, wählen zu gehen, oder von mir aus auch eine Woche davor, die kriegst du auch nicht mehr rum.
Ach, es gibt bestimmt so den einen oder anderen perversen Palina Roginski-Follower, der eigentlich nur auf die falschen Brüste guckt. Ich glaube, die sind nicht falsch. Palina geht wählen. Ja, okay, reden wir gleich drüber. Palina geht wählen, dann gehe ich auch wählen. Also da, ich glaube schon, dass gewisse Leute jetzt nicht unbedingt nur durch solche niederen Gelüste diesen Hashtags folgen würden. Aber das Problem ist einfach, es gibt immer noch Leute, die das lesen müssen, damit sie endlich wählen gehen. Und das ist traurig. Ja, auf der anderen Seite, wenn man auch nicht daran erinnert wird, dass Wahlen sind, dann kriegt man das ja auch nicht mit. Ich meine, man kann ja komplett abgeschottet sein. Ne? Keine Tagesschau gucken, keine Medien verfolgen, sondern irgendwie den ganzen Tag nur zocken. Und wenn du jetzt Briefkasten irgendwie nicht aufmachen. Richtig. Und ich glaube, in World of Warcraft oder sowas, da kriegst du keine Nachricht, dass heute irgendwie Europawahlen waren. Na, selbst da sitzt du in irgendeiner Gilde und dann sagen die dir, hey, wart ihr schon wählen? Ja, und die sagen dann, ja, gerade eben im Wahllokal, da habe ich einen Level 32 Ork gelyncht. Genau. War das nerdig genug? War das richtig? War das der richtige? Ich habe keine Ahnung. Sind Orks in World of Warcraft? Gut, World of Warcraft gibt's Orks. Sehr gut. Sehr, geil. Sehr gut. Hab jetzt kommt demnächst World of Warcraft Classics raus. Das ist Version 1.0 nochmal rausgebracht. Ah. Vielleicht wollen wir das ja mal zusammen spielen. Nein. Isle of Lamb, die Gilde. Naja, auf jeden Fall sitze ich jetzt hier in Europa und ich sitze auch in Europa, aber ich sitze halt hier gerade vor dem Reichstag. Und man sagt das immer so leicht. Und jetzt mal wirklich serious Sebi hier. Ich finde es einfach sehr impulsant. Ich bin jetzt ein bisschen hier durch Berlin gefahren, an den ganzen Botschaften hier vorbei, bis zum Willy Brandt-Haus, hab dann da kurz mal ein Selfie mit mir gemacht und den Losern hinter mir, bin dann weiter dann Richtung Brandenburger Tor gefahren und bin halt auch an allen möglichen Ministerien vorbeigefahren und dann halt das Brandenburger Tor, was gerade wunderschön beleuchtet ist durch eine untergehende Sonne, daran vorbei, wo gar nicht so viel los war, und jetzt hier vor dem Brandenburger Tor, was auch von der Sonne beleuchtet wird, es gerade wunderschön aussieht und es wirkt schon impulsant. Und ja, auch wenn wir uns eigentlich oft über alles Mögliche lustig machen, da vergeht mir gerade ein bisschen die Luft, weil eigentlich ist das schon verdammt cool, was hier steht. Ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen machen, weil das einfach auch mal richtig ist. Sehr gut. Ich bin einfach gerade echt ein bisschen geflasht. Das die Leute vergessen einfach, dass wir manchmal auch sehr serious sind und manchmal muss man solche Sachen noch einfach sagen. Und ich finde es einfach wirklich, ja, keine Ahnung, hier in diesem, ich meine, das ist ja nicht nur der Bundestag, was hier war oder hier ist, ne? Hier ist ja noch einfach viel, viel, viel mehr Geschichte gewesen. Hier sind gerade noch Leute vorbeigelaufen. Kann sein, dass die aufgezogen sind. Muss ich da jetzt wegen den Rechten fragen? Ich habe da gerade irgendeine Stimme gefragt. Ja, da ist jemand vorbeigelaufen. Also so ist das halt, wenn man hier live sendet, ja? Es wenn ist hier, Berlin, ne? Es ist eine Großstadt, war da, ist ja alle da. Ja, aber allein. Sebi, warum Berlinerst du eigentlich noch nicht? Weil ich es nicht kann. Ich kann keine Dialekte. Ich kann nur Angela Merkel nachmachen. Ja, da bist du doch eigentlich in der perfekten Situation. Ja, ich habe. Hast du denn versucht, dich wenigstens mal irgendwie schon mal irgendwo als Angela Merkel durchzuschummeln? Nee, ich glaube, das ist hier echt schwer. Also ich setze jetzt hier, wie gesagt, vom Reichstag und ich drehe mich nochmal um und ich zähle locker 20 Polizisten. Und so viel habe ich selten auf einem Streifen, auf einem Haufen gesehen, es sei denn, es wäre ein Fußballspiel. Ja. Und das ist schon alles relativ gut bewacht hier. Muss man ja leider heute auch machen. Das ist ja leider so. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem einfach nur krass, vor diesem Gebäude zu sitzen. So viel Geschichte, was hier steckt. Und gerade, ich bin einfach vom Potsdamer Platz hier hingefahren, und der alte Mauerverlauf ist hier halt auch noch zu sehen. Und ich bin jedes Mal doch immer beeindruckt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das hier früher war. Ne? Ich meine, das ist gerade mal 20 Jahre her, dass hier eine Mauer war. Und ich hier da hinten, da ist jetzt gerade eine Fußgängerzone und da jongliert keiner. Ne? Hätte ich da nicht gesehen, der wäre wahrscheinlich genau an der Stelle erschossen worden vor ein paar Jahren. Und das ist schon krass zu sehen, wie weit wir uns eigentlich hier entwickelt haben. Und ich, also jetzt wirklich serious, Sebi, das ist Europa und das sollten wir uns auf keinen Fall nehmen lassen. Auch wenn es jetzt überall in Europa Rechtsruck gibt, weil, keine Ahnung, Leute auf einmal denken, oh, ja, mein Staat ist der Beste und ja, die anderen sind auch ganz cool, aber erstmal my state first, ja. Oder wie der Franzose sagt, moi state premier, irgendwie so. Duspoir, sagen wir. Duspoir, ja. Und Duspoir pour moi. Genau. Ja, ach, ich bin einfach ein bisschen sentimental gerade. Das ist echt schön hier. Ja, vollkommen okay. Ja. Du bist ein bisschen geschockt, oder? Dass ich heute so normal bin. Nee, ich finde das Setting eigentlich ganz gut. Also ich höre dich ja und in einer relativ schwachen Qualität. Ja. Aber das ist einfach deswegen, weil wir beide ja skypen. Du nimmst ja nochmal mit. Du machst es ja wirklich
wie ein Hardcore-Geschäftiger. Ja. Du bist ja nicht einfach nur in Berlin zum Spaß, sondern du arbeitest ja gerade in Berlin. Richtig, und darum mache ich das hier gerade hochprofessionell. Du hast einfach zwei Handys an, ne? Du hast hier zwei Handys da rumliegen. Weißt du, der Deutsche setzt sich da einfach hin, weil er weiß, er darf da sitzen und macht zwei Handys an. Mit dem einen Skype, der mit dem anderen Telefon nimmt er auf. Aber ich höre die ganze Zeit, also während du das erzählt hast, habe ich die ganze Zeit auch noch im Hintergrund die Vögel und so gehört. Ja, es ist ja echt schön, weil ich sitze hier unter Bäumen. Es wird richtig gezwitschert bei dir. Ja. Haha, gezwitschert, Sevi zwitschert. Verstehst du? Das folg mir auf Twitter. Dein Hashtag, ne? Ja, mein, das ist mein Twitter-Händel. Dein Händel? Mein Händel. Warum eigentlich Händel? Händel wegen dem Händel? Genau, weil das halt wie ein halbes Hähnchen aussieht. Dieses Ad-Zeichen, was davor macht, das Twitter-Hähnchen, genau. Darum ist es ein Händel. Ja, so ist es. Ja, was sagst du denn zu der letzten Wahl? Also ist es sehr politisch, ich bin sehr politisch heute. Ich glaube, wir kommen einfach die erste halbe Stunde nicht am Thema Politik vorbei und das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Wir sind zwei unwissende Idioten, aber mit genug Wissen, dass wir wählen müssen und dass wir nicht rechts wählen. Ja, aber du hast also eine Meinung haben oder wir, ein Feeling ist ja schon oder sowas. Das ist ja unsere Prämisse, überhaupt darüber reden zu dürfen schon mal. Ja. Ich habe mir das Wahlergebnis angeguckt, und ich sehe das etwas, also gerade in Deutschland auf jeden Fall, sehe ich das Ergebnis etwas positiver, als es die Nachrichten gesehen haben. Also ich persönlich, ne, also es war ja klar, dass die CDU und vor allem die SPD so abstürzen. Und im Nachhinein jetzt auch noch, wo sie rumpöbeln über Rezo und so. Wookie, bist du linksgrün versifft? Ja. Ha, ich auch. Das Ding. Ich bin linksgrün versifft. Man kann dazu stehen. Und stolz drauf. Ja, ich meine, mal abgesehen von dem, was so die Tage davor mit diesem Rezer oder wie der auch immer heißt, dieser Jugendliche auf YouTube. Da hat er mir einfach nicht zugehört. Was denn? Habe ich doch gerade gesagt. Ja, genau. Und darum wollte ich ja gerade zu sprechen kommen. Ne? Also mal unabhängig, was davon passiert ist. Was ist denn da los? Da klatschen Leute vom Reichstag, als sie rauskommen. Das ist mal unabhängig, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass er oder dieses Video jetzt maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die CDU so abgelost hat. Ich glaube, das Ergebnis wäre auch so anders ausgefallen. Aber der Typ kann sich auf jeden Fall eine Scheibe von den ehemaligen AfD-Wählern abschneiden, die er rübergezogen hat. Ich glaube schon, dass er den ein oder anderen jugendlichen Frischwähler oder so nochmal abgefangen hat und nochmal klargemacht hat von wegen, auch wenn, keine Ahnung, wenn du über dein Gehalt sauer bist oder über deinen schlechten Ausbildungsplatz oder so, weißt du, die Rechten labern Kacke, da hat der Flüchtling nichts mit zu tun. Ja. Und solchen Aussagen und wenn du noch Bock hast, weiter zu leben, dann wähl irgendwas, was halt nicht die Welt kaputt macht. Ja, kann ich verstehen. Und ich glaube schon, dass er damit einige erreicht hat und vor allem, ich glaube, das schönste Ergebnis im Nachhinein ist halt, wie sehr der Annegret Kramp-Karrenbauer einfach so sehr vor den Karren geschissen hat. Ey, die Olle kann ich so nicht abhaben, das ist so schrecklich. Dass die sich jetzt um Kopf und Kragen reden. Finde ich toll. Ja, es ist echt übel. Also das zeigt nochmal, wie veraltet und verrostet unsere beiden Großparteien sind. Richtig. Und das haben die einfach jahrelang verschlafen. Und jetzt stehen sie da und jetzt sind die Jugendlichen schuld, weißt du? Das Problem ist ja, keine Ahnung, fühlst du dich noch zu Jugendlichen? Also zu dieser Altersgruppe, fühlst du dich angesprochen? Es ist die erste Wahl, wo ich gesehen habe, dass ich nicht mehr zur ersten Wahlgruppe gehöre. Ja. Ich bin nicht einer von den 18- bis 30-Jährigen mehr. Ja. Genau, und das habe ich halt auch so ein bisschen gedenkt. Eigentlich, gedenkt habe ich mir das. Eigentlich, ich meine, wir sind jetzt mitten in der Gesellschaft und eigentlich geht es ja um uns. Also, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass CDU und SPD, die leben eigentlich nur noch, weil es noch genug Rentner gibt, ja. Und wenige wählen links von der CDU. Also gehen, die SPD ist gar nicht mal links von der CDU, so, das würde ich eigentlich erstmal damit zu sagen. Und wenige würden dann wirklich, glaube ich, so weit gehen und die Grünen oder sogar die Linken wählen. Und ich denke, dass das Problem für die CDU und die SPD wird einfach immer größer, weil deren Wählersterben weg. Es gibt natürlich ein paar verstrahlte, die werden auch ihre Gründe haben, aber es gibt natürlich auch einen 20-Jährigen, der sagt, CDU finde ich gut, weil das, was die Merkel die letzten Jahre gemacht hat, ist nicht verkehrt gewesen. Ja, aber willst du mir sagen, dass du den Amroth verstehst?
Nee, den Typ versteht man ja sowieso nicht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Amroth ist der deutsche Sebastian Kurz. Ach, der Amroth, keine Ahnung. Ich mache mich ja selten über Leute lustig, auch wegen ihres Äußeren oder sowas oder ihrem Verhalten. Das macht man einfach nicht. Und nee, aber was erwartet man denn bitte, ja, wenn man auf die Idee käme? Also ich meine, die haben diese Video jetzt gestoppt und ich hoffe, dass es irgendwann ein Leak gibt auf Spiegel Online oder der Böhmermann das irgendwann zugespielt bekommt. Böhmermann, hack dich bitte in die CDU ein. Genau. Ich möchte bitte das geleakte Video vom Amroth sehen. Aber allein auf die Idee zu kommen, ja, er ist jung. Er ist 26, aber ich glaube, wer hat denn das gesagt? Der Oliver Welke in der Heute-Show hat den als den ältesten 26-Jährigen der Welt. Und genau so ist das. Der Typ ist einfach, ich glaube, die Nachgeburt von Helmut Kohl. Also einfach so was, weiß ja, Helmut Kohl hat irgendwie Zellteilung gemacht und da ist so ein jüngerer Teil so abgefallen und daraus ist Amroth entstanden. Ja, wir wissen ja, also Helmut Kohl hat sich durch Osmose geteilt, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Oder Mikose? Fotomikose, keine Ahnung. Ja, irgendwas so. Irgendeine Kose. Die Hassmails unser Biologiefans wird ja schon werden. Die ganzen Biologiefans. Ja, auf jeden Fall, allein auf die Idee zu kommen, den Typen da hinzusetzen und versuchen, ein ernsthaftes Video zu machen. Ich meine, es sind nicht alle Leute so tolerant wie wir beide, weißt du? Und ich glaube, die hätten sich was anhören müssen. Und egal, was er gesagt hätte, inhaltlich hätte es noch so gut sein können. Natürlich mit CDU-Parteifarbe, aber allein die Tatsache, dass er sich da vor ein Video gesetzt hätte, nee. Ich glaube, ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das ein echtes Bild war, irgendwo gab es ein Bild, also ein Standbild, wie dieses Video aufgezeichnet wurde und der stand halt vor einer Tafel mit ganz vielen Formeln. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich daraus stand. Aber genau das gibt das irgendwie wieder, weil, weiß ich nicht, der Typ wirkt, als denke er, er wäre schlauer als ich. Ich glaube, es ist übrigens sehr interessant, wenn man Amroth googelt, kommt irgendein Videospiel raus. Aber nicht er. Ja, vielleicht hat er einen Account. Der heißt ja auch nicht Amroth, Mensch, der heißt ja auch Amthor. Amthor heißt er. Amthor, siehst du. Haben die gestern Amroth gesagt, ne? Kann auch sein. Ihr wisst, wen wir meinen. Wir sind die Profis. Ja, deswegen sitze ich jetzt hier. Ich sehe hier gerade übrigens, boah, hier sind so viele Überwachungskameras. Also wenn du morgen irgendwie in den Nachrichten sitzt, dass hier ein seltsamer Typ vom Reichstag und vom Kanzleramt hier gesessen hat. Oh, wahrscheinlich werden wir jetzt gerade schon abgehört. Das ist gut möglich. Hallo CIA, ich bin gerade auch an der amerikanischen Botschaft vorbeigefahren. Ja, vielleicht denken die auch, dass du hier irgendwie, dass du heimlich spionierst. Glaube ich aber nicht. Hier laufen so viele komische Leute rum. Ich bin relativ normal. Ich habe einen Naketano-Pulli an und ich komme hier gerade so spießerig vor. Ja, Sibi, du verkörperst einfach gerade den puren Lobbyisten. Sitzt am Bundestag rum, ne, in deinen teuren Pullovern, zwei Handys rumliegen. Fehlt eigentlich nur noch, dass du irgendwie, dass du zu irgendwelchen Business-Typen hingehst und sagst, ey, psst, brauchst du Wählerstimmen? Genau, ich mache hier ein bisschen Lobbyismus. Wo ist eigentlich die Lobbyistenschlange? Die gibt's hier doch bestimmt irgendwo, oder? Ich kenne mich, was sagt denn das Internet zum Thema Berlin-Lobbyviertel? Berlin. Weiß ich nicht. Eigentlich habe ich gestern ein bisschen gehofft, dass ich hier irgendwie noch so ein paar Kneipen finde, die billig Alkohol geben. So ein bisschen Frust auf für die ganzen Politiker hier, weißt du. Aber pass auf, gibt es denn eine Bar für Lobbyisten in Berlin? Können wir dich doch mal heute hinschicken. Gibt es? Weiß ich nicht. Doch. Was? Nee, ach. Ja, Google hilft nicht gerade bei der Suche, leider. Aber Lobbyistenkneipe. Gehen Lobbyisten noch in eine Kneipe? Ich habe keine Ahnung. Bezeichnet man sich überall als Lobbyist, wenn man Lobbyist ist? Die Lokale der Mächtigen in Berlin, Sebi. Ah, wo sollte ich heute noch hingehen? Da schicken wir dich heute noch hin. Ja. Wo schicken wir dich denn hin? Aha. Ach, wenn diese Briefe mal so. Hier treffen sich Berlins Politiker. Schwarzwaldstuben, Tucholskystraße 48. Okay, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Da findest du die konservativen CDU-Politiker aus dem Südwesten der Republik. Oh, da sollte ich unbedingt hingehen. Oh, und die Grünen. Oder hast du lieber Lust auf richtig Promis und Lobbyisten? Oh ja, bitte. Dann gehst du ins Borchardt. Ach, davon habe ich gehört. Das ist der Laden, von dem der Böhmermann immer redet. Olli Schulz war mal da. Irgendwie mit dem Spiegelredakteur oder mit dem Bildredakteur. Ist das dieses Schnitzelrestaurant? Keine Ahnung.
Oder du gehst ins Entrecote. Das heißt Entrecote. Nein. Nicht in Berlin. Oh, hast du schon Leute einfach so mit irgendwelchen komischen Marco Kling-Sprüchen angelabert? Da freuen die sich bestimmt. Nein. Ich muss auch gestehen, ich kenne keinen Marco Kling-Spruch. Ich habe irgendwann mal so ein halbes Känguru-Buch gelesen und das war nicht mein Humor. Ich habe dann aufgehört. Wie hast du dich denn überhaupt unkorrekt auf diesen Besuch der deutschen Hauptstadt vorbereitet? Ich habe meinen Koffer gepackt am Montag früh. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Schande über mich, die Grünen gewählt, bin dann aber mit Ryanair hier hingeflogen und fliege auch morgen Abend wieder zurück, einfach weil es schneller geht und bequemer ist. Ja, so. Ja, das nenne ich mal 1A-Heuchelei. Ach, na, es ist ja jetzt eigentlich vielmehr dann die Aufgabe dafür zu sorgen, der Grünen, dass diese Flüge halt nicht mehr so billig sind und ich dann gezwungen werde, einen Zug zu nehmen, der dann vielleicht auch sogar noch günstiger ist als heute. Ah ja, vielleicht einfach mal die Bahnstrecken ausbauen. Das wäre doch mal eine grandiose Idee, ne? Zum Beispiel, ne? Da ist ja noch gar keiner drauf gekommen. Ja, oder einfach mal anständiges Internet überall hinlegen, dann müsste ich hier gar nicht hin. Dann könnte ich alles über Skype machen, alles. Ach, du meinst so Internets einfach mal, egal wo du bist in Deutschland? Ja, das wäre echt so mal richtig, eine so richtig gute von nirgendwo und so? Ja, warum nicht? Nee, das geht nicht. Ohne Kabel. Das hat auch kein anderes Land. Meinst du? Nee, das kriegen nur erstmal die armen Länder, weißt du? Ich glaube, Deutschland, wenn man sich hier umguckt, ist Deutschland sehr arm. Die Bänke hier sind alle kaputt. Wann haben sie das hier alles gebaut? Das war doch 98, ist doch die Bundesregierung hier rübergekommen, oder? Das heißt, 98 müssen sie das gebaut haben. Das hier ist also etwa alles 20 Jahre alt. Und man sieht diesen. Ich glaube, das Gebäude, vor dem du sitzt, steht da schon ein bisschen länger. Ja, aber da stand ja vorher nichts herum. Davor war ja hier die Mauer dahinter. Ja, da gab es einen Todesstreifen und sonst war hier nichts. Ja? Ja, der ein oder andere russische Panzer musste schon auch weggeschoben werden. Ja, vielleicht. Aber David Hasselhoff hat sich ja darum gekümmert. Ja, natürlich. Ja. Nee, ich glaube, David Hasselhoff hat die Mauer nur befreit, aufgeräumt haben die Scorpions am Ende. Und Nena. Und Nena und Enya. Enya? Nein, ja, ich glaube, hätte Enya damals schon gespielt, dann wäre Enya nicht zu 9/11 die Musik gewesen, sondern zum Mauerfall. Oh, wenn Enya schon vergeben worden wäre, ne? Was wären denn so richtig. Okay, springen wir jetzt einfach mal von also wenn, Sebi, wenn, möchtest du ja? wirklich, während du vom Bundestag sitzt, möchtest du wirklich über das Thema 9/11 laut reden? Ich frage dich also, mal im Vorhinein. Wenn Enya schon vergeben gewesen wäre, was wäre das beste Lied für 9/11 gewesen, willst du quasi fragen? Was glaubst du, war so zweite Wahl vom Praktikanten, wo alle meinten so, nee, ganz ehrlich, nee. White Say Fred mit Stand Up for the Champion. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. Oder Rise and Fall von, ich habe vergessen, irgend so eine Backsband, weißt du, so eine Boyband. Ich hätte vielleicht noch Never Gonna Give You Up genommen. Weißt du? Einfach von den USA für die USA. Ja, oder. USA is Never Gonna Give You Up. Volbeat mit Fallen. Da kratzt du schon langsam wieder an der Stelle, wo wir doch eigentlich hin wollten, ne, Sebastian? Ach ja, ich war noch überlegt. Ich glaube, Seven Nation Army hätte auch immer gut gepasst. Ja, oder wenn so 50.000 Leute vor dem Mahnmal da stehen und alle. Ja, oder Burn Motherfucker Burn. Bloodhound Gang? Ja. Okay, lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, wir werden nicht witziger. Wie lange bist du denn noch in Berlin? Intention. Ah ja, morgen fliege ich schon wieder zurück. Ich habe hier morgen noch einen wichtigen Termin. Immer busy, busy, weißt du? Und immer busy, busy. Immer busy, busy. Und ja, dann morgen hier noch Büro und abends dann hier Schönefeld, schön in den Billigflieger wieder nach Köln. Und dann bin ich wieder zu Hause. Mhm. Und wie ist der Flughafen so? Ich habe gehört, der ist sehr, sehr hässlich. Boah, Alter. Also ich bin in Schönefeld gelandet. Und Schönefeld ist ja der alte DDR-Flughafen von Berlin. Der wurde 98 nicht renoviert, ne? Nee, weil man sich ja gesagt hat, ach komm, wir bauen Berlin-Brandenburg daneben, den neuen Flughafen. Ja, da warten sie jetzt immer noch drauf, ne? Das Lustige ist ja, die benutzen schon die neue Landebahn und fahren dann um diesen neuen Flughafen quasi herum zu den alten Baracken von Schönefeld. Und das ist echt übel. Also wenn du hier ankommst und denkst, boah, du bist in der Bundeshauptstadt, das ist schon fast peinlich. Tja. Ja, und dann Taxifahrer, Berliner Taxifahrer. Ne? Herrlich, oder? Herrlich. Ich meine, da hat man schon so viel drüber gehört, vor allem in anderen Podcasts, aber
Ich bin jetzt dreimal Taxi hier gefahren und jedes Mal was besser. Der erste war ein richtig aggressiv fahrender junger Türke, der also keine Ahnung, man sieht manchmal oft über die Kölner Ringe die Leute in ihrem Mercedes so fahren, weißt du, so Fenster runter und Arm oben auf 12 Uhr, den rechten Arm und links halt den Arm raus, ja. Ja, so ist er halt mit uns als Gästen gefahren und hat dazu irgendwelchen Deutschrap gehört, wo dann irgendwelche Pussys durch den Club gereicht werden. Keine Ahnung, ich habe den Text nicht verstanden. Aber ihr habt euch ein Taxi geteilt. Ja, wir haben uns ein Taxi geteilt. Okay, dann wollen wir nochmal klar machen. Sebi fährt nicht alleine Taxi. Nein. Voll. Richtig. Und also das war Taxifahrt Nummer 1. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Für eine Strecke, die normalerweise 30 Minuten, haben wir 25 gebraucht. Also der Typ ist gut gefahren, ja. Dann heute Morgen haben wir wieder ein Taxi gerufen und da war dann eine junge, weiß ich nicht, ich schätze mal auch Türkin drin, die sich absolut nicht auskannte. Die wusste nicht, wo sie ist, wo sie hin wollte. Ja, und ihr Navi hat im Auto auch rumgesponnen. Darum habe ich dann mein Google angeschmissen und habe dann dem Taxifahrer gesagt, wie sie fahren soll. Also hätte es früher nicht gegeben, sag ich mal so, ja. Nicht zu meiner Zeit. Und dann drittes Taxi heute war dann eine echte Berliner Schnauze. Die hat mir erstmal abgeraten, weil die hat natürlich erkannt, dass wir waren drei Kollegen und Business Trip hat er sofort erkannt, weil wir alle da mit Hemd und so standen, ja. Und direkt erkannt Business Trip. Und darum hat er uns erstmal abgeraten, in die Polen Stripclubs reinzugehen und in die ganzen Rumänen Stripclubs. Also wenn wir Spaß haben sollen, dann sollen wir lieber woanders reingehen. Der hat uns einen guten empfohlen anscheinend, wo auch die Führung dieses Clubs angemessen ist und relativ seriös ist. Und da kann man wohl hingehen. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er heißt. Ja, also gut, findest du wieder raus und dann würde ich sagen, wenn die Folge hier Donnerstag ausgestrahlt wird, Leute, schaut euch mal Isle of Lamp auf Instagram an, da wird der Sebi eine kleine Tour machen. Oder genau, machst du ein Live-Video heute Abend? Ich mache ein Live-Video aus dem Stripclub. Lass dir richtig schön so eine Lumi-Lumi-Massage geben. Alternativ hat uns danach noch gezeigt, wo das Schwulenviertel hier in der Stadt ist. Vielleicht hat er uns auch anders eingeschätzt, ich weiß es nicht. Kann man die auch verbinden, oder? Ja, kann man alles. Ich meine, die können gute Cocktails, oder? Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Das sind die drei Fragen, die du mir schon immer stellen wolltest. Boah, ich liebe dieses Intro, weißt du? Ja, es ist so toll. Ja, bitte. Ja, was viele nicht wissen, ist, während wir es aufgenommen haben, kam dieses Intro gar nicht. Und ihr werdet jetzt ihr habt die kompletten Skills eines Bachelors der Medieninformatik mitbekommen, wie es einfach perfekt reingeschnitten wurde. Genau. Deswegen, also, Frage Nummer 1. Wenn das nächste Mal Mc's wieder seinen eigenen Burger designen lässt und du mitmachen musst, wie würde dein Burger aussehen? Vollkornbrötchen mit Sesam drauf, Ketchup, Mayonnaise als Soße, kein Salatblatt, weil das ist ekelhaft, Bacon auf jeden Fall, ja, und am besten frisch gemachtes Fleisch und am besten dann auch gar nicht von McDonald's. Nee, ganz ehrlich, ich habe heute noch überlegt, was ich hier essen gehe. Ich wollte so ein bisschen Fastfood essen und ich war kurz davor, zu McDonald's zu gehen, habe es dann aber doch gemacht, weil ich mir nur dachte, nee, eigentlich willst du satt werden und habe mir dann eine schöne Currywurst gekauft hier. Aber du darfst dir den Burger komplett ausdenken, wie du willst. Es muss nicht aus Komponenten bestehen, die Mc's bereits hat. Gut, dann würde ich sagen, das Patty könnte ruhig aus Matt sein. Ein Matt-Patty? Ja, kann auch dann gerne roh sein. Okay. Ein paar Zwiebel drauf. Und da drin ist so ein Schuss Maggi und dann zugedrückt. Genau, mehr nicht. Und dazu gibt es dann den Kaffee, den McDonald's Coca-Cola Fencheltee-Mix. Genau. Oder eine Cola Zero, wenn man will. Eine Cola Zero. Ja, wunderbar. Ja. Okay, zweite Frage. Ja. Ich sehe schon, ich werde hier richtig runtergearbeitet. Baby. Wenn du irgendwann mal stirbst und rausfindest, dass du ein Geist bist und du plötzlich die Erlaubnis hast, jeden Menschen zu ärgern, wie würdest du die Menschen ärgern? Wie würdest du die Menschen als Geist heimsuchen? Wahrscheinlich in Umkleidekabinen und wahrscheinlich in weiblichen. Und was würdest du da machen? Ja, da sein. Ich meine, meistens reicht das doch schon, oder? Ich meine, keine Ahnung, vielleicht bei Instagram-Stories oder sowas.
Am besten irgendwie bei irgendwelchen Stars, die man halt noch nicht nackt gesehen hat. Einfach um ein bisschen, das bringt, glaube ich, Klicks. Wie kommst du darauf, dass Geister überhaupt 5G-Anschluss haben? Keine Ahnung, das müssen die doch haben, um irgendwie zu existieren. Ich meine, so ein wireless Mensch. Du kannst nicht mit den Menschen interagieren, so. Was würdest du machen? Ich lasse jetzt hier, die Frage lasse ich nicht so beantworten. Wie, was würde ich mal machen? Ja, wie würdest du die Menschen heimsuchen? Wie würdest du die ärgern? Ich glaube, ich würde Sachen einfach umschmeißen im Raum. Einfach nervig, so, keine Ahnung. Wenn ich dich jetzt ärgern würde, dann würde jetzt einfach der Computermonitor umkippen. Ja? Der würde mir voll ins Gesicht fliegen. Ja, du wärst auf jeden Fall geärgert, oder nicht? Das wär ziemlich gruselig, ja. Und vor allem würde unsere Aufnahme einfach so abbrechen, wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich. Oder einfach, keine Ahnung, deine Gin-Flaschen, die in der Ecke stehen, die würden aus seltsamer Art und Weise einfach entleert werden. Danach sieht man mich wahrscheinlich, weil sich mein Geistkörper durch den Gin leicht aquarell verfärbt. Ja? Glaubst du, dass Geister betrunken werden können, wenn sie existieren? Nö, glaube ich nicht. Dafür brauchst du eine Leber. Braucht man eine Leber, um betrunken zu werden? Hat ein Geist eine Leber? Hat ein Geist einen Magen? Du stellst dir immer noch Caspar vor, oder? Keine Ahnung, ich stell mich mit dem Bettlaken vor. Ja, oder so. Okay. Frage Nummer 3. Wenn du die Wahl hättest, auf ein körperliches Verlangen zu verzichten, auf welches würdest du verzichten? Hunger. Nee. Doch, ist doch scheiße, Hunger zu haben. Essen, also essen natürlich gerne und sowas, aber. Aber essen ohne Hunger ist doch scheiße. Nee, also so richtig Hunger haben ist echt scheiße. Ich esse gerne und regelmäßig, also wenn man morgens, mittags, abends isst, man braucht dann doch nicht mal Hunger haben. Dann hat man vielleicht so Appetit, aber so richtig Hunger zu haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich Hunger zu haben und dann keine Lust, was zu kochen. Ja, dann bestellt man. Ja, aber selbst da hat man irgendwie keinen Bock und ein schlechtes Gewissen, wenn man was bestellt, weil man eigentlich was Gesundes machen will. Wenn man sich immer so einen Salat zu essen oder sowas und dann. So selten Gesundes bestellen. Einfach. Richtig. Das Problem. Das Gesündeste bei meinem Pizzadienst ist der überbackene Nudelauflauf mit Spinat und Knoblauch drin. Ich glaube, das gehört dann wahrscheinlich zu den ungesündesten Sachen, die wir haben. Das kann gut sein, aber ich habe mir auch gesagt, gesund heißt ja nicht nur, dass die Inhaltsstoffe gesund sind, sondern dass auch die Seele gesund wird. Ja. Und wenn du gerne Chips isst oder Gummibärchen isst oder Pommes oder Pizza isst, die Seele, dein seelisches Wohl profitiert davon. Und wenn es dich psychisch da abholt, wo du hin musst, ne? Genau. Ja. Ja. Sehr kreativ. Ja, ich bei mir wäre es übrigens Schlaf. Ich würde auf Schlaf verzichten. Auf Schlaf? Ja. Stell dir vor, du müsstest einfach nicht mehr schlafen. Dein Körper ist in der Lage, die Ruhezeiten irgendwo zwischenzupacken, während du wach bist und so. Ja. Dass es dir gar nicht auffällt und sich immer wieder, also du produzierst mehr Energie, als du verbrauchst. Und du könntest einfach 8 Stunden mehr am Tag machen. Wie viele Hobbys man haben könnte. Ich glaube, es würde auch einfach langweilig sein. Also ich bin ein Mensch, ich schlafe gerne. Also ich leg mich einfach, ich meine, okay, das hat natürlich alles einen Teufelskreis, man ist müde und dann ist es toll, schlafen zu gehen, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das heißt, bei dir ist ja auch dann eben diese Müdigkeit, gibt es da ja auch nicht und auch keinen Energiemangel oder Konzentration. Das hängt ja aber alles zusammen, das ist, glaube ich, viel zu komplex. Aber ich mag es einfach, schlafen zu gehen. Ich mag es einfach, mich hinzulegen, die Augen zuzumachen und dann einfach wegzuschlummern. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Und das kann man durchaus auch als Hobby von mir sehen. Ein Hobby von mir ist Schlafen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das abends überhaupt nicht habe. Ja. Ich weiß nicht, wie ich einschlafe. Und wenn ich daran denke, dann schlafe ich nicht ein und dann macht es überhaupt keinen Spaß. Aber morgens. Ich würde wahrscheinlich irgendwann doch das Morgensgefühl vermissen, einfach mal weiterzuliegen. Aber im Nachhinein, also wenn ich aufgestanden bin, freue ich mich immer, wenn ich früher aufgestanden bin als geplant. Ja. Macht das Sinn? Ja. Na, ich weiß, was du meinst. Also frühes Aufstehen mache ich mittlerweile auch einfach gerne, weil wenn ich bis 11 oder so im Bett liege, ist der Tag vorbei. Und es ist im Moment einfach schön, morgens um 8 Uhr aufzustehen, um was vom Morgen zu haben, was am Tag zu haben. Ja. Also ich bin so ein Mensch, lieber von 8 bis 10 wach sein, als irgendwie von 11 bis morgens um 2. Ja, die Zeiten ändern sich so langsam, ne? Bei mir ist es noch nicht so weit. Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich bin aber auch so ein Mensch, bei mir ist es halt, ich habe keinen 24-Stunden-Rhythmus. Also ich kann 8 Stunden schlafen und ich kann, ohne müde zu werden, locker 18 bis 20 Stunden wach sein. Das ist ab 20, viel. Nach 20 Stunden ist bei mir dann der Punkt angekommen, wo ich wirklich sage, okay, jetzt muss ich wirklich ins Bett, weißt du. Aber
Aber ich glaube, wenn der Tag 26 Stunden hätte, würde es mir schon sehr, sehr gut gehen. Ja, ich glaube 26, es ist schon alles so genau. Ich meine, der Mensch ist ja genau auf diesen Rhythmus halt abgestimmt. Wenn es dunkel ist, geht man ins Bett und man ist müde. Wenn es hell ist, ist man hell, ist man wach. Ist der Mensch drauf abgestimmt? Ja, klar. Darum schläfst du doch tagsüber nicht. Und darum, wenn du Nachtschicht und sowas hast, bist du doch kaputt. Du brauchst Tageslicht. Weiß ich nicht. Was machen denn die Schweden und die Norweger? Sich umbringen. Ja. Haben die Norweger und die Finnen nicht die höchste Selbstmordrate? Gerade deswegen. Ist das nicht Dänemark eigentlich? Nee, ich glaube, Finnland ist das. Finnland Dänemark hat doch die höchste. Ja, aber daran lag es vielleicht, dass sie... Schon wieder so ein Thema, was man nicht unbedingt googeln möchte, aber ich opfere jetzt einfach mal mein Account. Also ich glaube, du kannst eher nach Selbstmord googeln als nach Midget-Porn oder sowas. Selbstmorde weltweit, 10 Länder mit den höchsten Suizidraten der Welt. Ich sag, Singapur ist dabei. Die fünf China? Länder. Die Top 5 Suizidländer. Ja. So, es ist von Blick.ch. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Quelle ist. Seriöse Quelle ist. Platz 5, Litauen. Ja, ist auch dunkel da, ja. Auf Platz 4, Sri Lanka. Ja, da ist, glaube ich, viel religiöser Kult. Auf Platz 3, Südkorea. Ja, ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass die ganzen, die überarbeiten sich und die Leute kriegen halt diese ganzen süßen Koreaner K-Pop-Mädels nicht ab. Auf Platz 2 und dann geben die bestimmt an, Nordkorea. Ja, ich glaube, vieles davon tarnen die halt selbst mal. Oh, hat sich schon wieder einer umgebracht. Ach, guck mal, die ganzen Leute, alle Leute, die hier gerade eben in diese Kammer gegangen sind, alle hat sich selber umgebracht. Und auf Platz 1, ja. Guyana. Ja, das ist da im südamerikanischen Norden. Richtig, richtig. Ja. Lustigerweise liegt es nicht neben Französisch-Guyana. Dazwischen ist nämlich noch Suriname. Aber ein Land in Südamerika, weißt du, wahrscheinlich mit perfektem Wetter und allem. Und Dschungel und Strand und allem. Und dann sowas leider. Ja, ich glaube, wahrscheinlich auch irgendwas Kulturelles oder auch irgendeine Tarnung. Bestimmt. Aber guck mal, die Kurzinfo. Guyana ist ein im Norden Südamerikas an der Atlantikküste gelegener Staat. Das englischsprachige Land, das von dichtem Regenwald bedeckt ist und eine Leidenschaft für Cricket- und Kalypso-Musik pflegt, ist kulturell eng mit der Karibik verbunden. Also, tut mir leid, aber das klingt doch schön. Ja, aber weiß ich nicht, vielleicht ist das Fernsehen schlecht. Die Simpsons sind schlecht synchronisiert, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die kein Netflix oder so. Vielleicht haben die schon kein Netflix. Aber die Bildersuche ist schon imposant. Such mal nach Guyana Nude. Nee, lieber nicht. Ich bin gerade mit unserem Account angemeldet, Sebi. Und macht doch nichts. Ach ja, dann macht's eigentlich wirklich nichts, ne? Aber nee, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht dann weiter durch die Suchergebnisse gehen. Alles klar, mach mal nicht. Ja, ach, okay. Ja, es ist, langsam wird es ein bisschen kalt, merke ich gerade. Ich hätte mir eine Jacke mitnehmen sollen. Aber du hast doch einen dicken Pulli an, Junge. Ja, so dick ist er auch nicht. Ich schaue mal gerade um, ob hier noch Touristen da sind. Ja, es sind noch ganz viele Touristen da. Da hinten ist jetzt gerade eine Fahrradgruppe. Wie kommt das eigentlich, ja? dass du jetzt hier auch sitzen kannst und aufnehmen kannst? Du bist doch mit Arbeitskollegen gerade unterwegs. Ja, ich habe gesagt, hast du nicht Lust heute auf die. Hast du nicht die klassischen Arbeitskollegen, die dich jetzt eigentlich in eine Kneipe zwingen würden? Nee, Gott sei Dank nicht. Also jegliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, bestehen aus, wenn du einen Trip mit den Arbeitskollegen machst, dann landest du immer irgendwo, wo du nicht sein solltest um 2 Uhr morgens. Ja, und ich sitze gerade um 8 Uhr abends vor dem Reichstag. Ne, ich habe gesagt, ich mache noch eine Fahrradtour, da hatten die keine Lust drauf und dann war okay. Na gut. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass du deine Chance nutzt, Sebi, und dir irgendein interessantes Gebäude raussuchst, wo am besten eine Klingel ist mit Gegensprechanlage, ja, und du einfach mal versuchst reinzukommen als Angela Merkel. Ja, am besten irgendwo im Ostberlin, da wo die AfD besonders groß ist, ja. Oh ja, wunderbar. Wohnt der Gauland nicht in... Natürlich wohnt der hier. Keine Ahnung. Ich habe auch schon geguckt, ob es hier irgendwo einen Krawattenladen gibt, wo es die Krawatte gibt. AfD Berlin Adresse. Hat er vielleicht, ich glaube, der hat ja so ein Amazon-Abo für die Krawatten, oder? Immer wenn die Krawatte abgenutzt ist, dann kommt eine neue von Amazon zugeschickt. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall kommt tatsächlich nur der Palast der Republik raus, wenn man das auf den ersten Ergebnissen. Keine Ahnung, ob die da sind, glaube ich fast nicht. Da ist ja Platz der Republik. Ja, Platz der Republik, wo ist der denn? Das ist doch hier. Da sitzt du doch gerade. Ja, das ist doch hier die Adresse vom Reichstag, oder nicht? Ja. Ja, ja, ja.
Es ist so schön, mal wieder beim Aufnehmen so an der Tastatur zu sitzen. Klack, klack, klack. Das ist echt schön. Ich bin jetzt auf Google Maps und gucke mir gerade genau die Stelle an, wo du sitzt. Ja, also du kannst quasi, wenn du, warte mal, das ist, du hast den Reichstag vor dir und im Nordwesten an der Ecke, da gegenüber sind Bänke in so einer Allee aufgestellt und da sitze ich. Sitzt du beim Tipi am Kanzleramt? Nein, aber ich sehe das Kanzleramt von hier. Sitzt du beim Sinti- und Roma-Denkmal? Nee, das sehe ich nicht. Das könnte das da vorne vielleicht sein. Das sowjetische Ehrenmal im Tiergarten vielleicht? Nee, das ist viel zu weit. Siehst du den Tiergarten? Das ist da hinten. Ja, der Tiergarten ist hinter mir. Das sind Bäume, die kann man schwer übersehen. Okay. Ich sehe eine U-Bahn-Station, Bundestag. Ja. Ach, es ist schön hier. Fuki. Warum hast du denn nicht eigentlich lieber... Hättest du doch an die Spree setzen können. Nein, ich habe mir... Komm, Politik. Ich habe mir gedacht, Europa ist wichtig. Ja, aber das Bundeskanzleramt ist ja auch an der Spree. Ja, hätte ich machen können, aber hier war jetzt eine Bank und darum habe ich mich hier hingesetzt. Na gut. Ja. Nächstes Mal, wenn ich hier bin, dann gehe ich an die Spree. Ja, vielleicht fahren wir mal zusammen hin, weißt du? Machen wir einen Ausflug. So eine Tour. Warum denn nicht? Und lernen mal ein bisschen was über unsere Politik, über unsere Vergangenheit. Einfach mal klarzustellen, dass man auch mit 30 noch nicht ausgelernt hat und sich noch ändern kann. Genau, so ist das. Wookie? Ja? Die drei Dinge, definiert von Sebi und Wookie. Ach so. Ja? Ich überlege mir noch, ob ich das rausschneide. Ja, überleg dir, ob du das rausschneidest. Die drei Dinge, meine Damen und Herren. Heute mit drei Dingen. Du hast mir gar nicht geantwortet, ob mein Vorschlag noch okay war, meine Ergänzung. Hab ich doch, klar. Dann habe ich es nicht gelesen. Ich habe Sichi geschrieben. Ach, Sichi, okay, Sichi. Ja, Sichi. Also, die drei Personen, oder die drei, waren es die drei Personen? Die drei Personentypen. Die drei Typen, die dich beim Zugfahren / Flugreisen nerven. Ja. Ja, war das richtig wiedergegeben? Ich habe dir geschrieben, die drei nervigsten Zuggäste / Fluggäste. Genau, so machen wir das. So. Und soll ich einfach mal anfangen? Ja, sicher. Ich möchte erstmal mit den Leuten anfangen. Also wir haben das extra ein bisschen so aufgeteilt, weil ich bin jetzt geflogen und Wookie fährt gerade viel Zug. Und ich glaube, so sind wir halt auf dieses Thema gekommen. Ja, ja, und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit in sehr unbequemen, in sehr zu spät kommenden und langsamen Zügen. Du genießt dein Leben in vollen Zügen. Ich bin erstaunt, wie viel Grünfläche noch zwischen Köln und Dortmund herrscht, auf jeden Fall. Ja, das ist ja Wuppertal, da ist viel grün, da regnet es immer. Sicher. Ja, ja, ist schön hier. Ja, genau, also die nervigsten Typen, die man so im Flugzeug oder im Zug sieht, ja. Also ich möchte mal anfangen, und zwar habe ich das nämlich gestern schon gemerkt, und zwar ist das der Typ, der auf dem falschen Platz sitzt. Es ist immer. Ich weiß nicht warum, aber immer, wenn ich reinkomme, sitzt jemand auf meinem Platz. Ich weiß nicht warum. Es ist relativ einfach, im Flugzeug seinen Platz zu finden, oder? Ja, sicher. Ja. Das ist das Einzige, was man machen muss. Richtig. Und die Leute checken es einfach nicht, denn welcher Platz da A, B, C und welcher D, E, F ist. Und dabei ist das doch so einfach. Steht ja auch nur an drei Stellen. Richtig. Außerdem, wenn man sich nur ein bisschen damit befasst, das zeigt mal wieder, dass Menschen einfach nicht in der Lage sind, sich irgendwie mit was zu befassen, dann ist sowieso klar, dass internationaler Standard ist, dass A immer an der linken Seite ist und F immer an der rechten Seite, es sei denn, eine mittlere Sitzinsel ist noch da, dann ist nämlich die F an der im mittleren Teil des Flugzeugs und H ist am rechten Fenster oder J sogar, weil es kein I gibt, weil es eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen I und J gibt. Oder ja? man geht einfach zu seiner Reihe, die ja nummeriert ist, und das Tolle ist ja, ne, wie viele Unterrichtsstunden brauchst du, um bis 30 zählen zu können, weißt du? Du gehst zu deiner Reihe und guckst einfach in irgendeine Richtung, die dir als allererstes auffällt, guckst da oben hin und dann steht da D bis F oder A bis C. Und dann entscheidest du dich einfach. Ja, es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Und keine Ahnung. Ich glaube, das begründet auch, warum manche Leute die AfD wählen. Leute, die sich im Flugzeug auf den falschen Platz setzen, wählen die AfD. Ja, haben sich halt verwählt, ne? Ja. Ist da so ein großer Unterschied? Naja. Naja. Ich komme zu meinen ersten... Vielleicht sitzen zu viele Leute rechts. Ich komme zu meinen ersten drei Menschen, die mich auf Flügen und auf Bahnfahrten sehr nerven. Und das sind kranke Leute. Leute, die körperlich krank... Behindert sind, also, wollte ich sagen. Nein, Menschen, die sich denken, hey,
Das ist ja nur ein bisschen Schnupfen, das ist ja nur ein bisschen Husten. Ja. Ich setze mich trotzdem auf den letzten freien Platz im Vierer und verteile meine Sachen überall. Ja, aber wo sollen sie denn hin? Na, die sollen sich krank melden. Sollen sich kurieren. Das wäre das Vernünftige, ja. Aber ich sitze jetzt hier auch so halb verschnupft. Übrigens ohne Jacke. Jetzt wird schon langsam echt kalt. Ja, sieh, aber ich weiß, wer morgen nicht fliegen sollte. Ich fliege auf jeden Fall, damit ich dann endlich wieder nach Hause komme in mein geliebtes Köln. Ja, aber trotzdem krank im Zug. Ich weiß, was du meinst. Es ist ja nicht nur im ICE oder generell auch in Straßenbahnen. Also generell in öffentlichen Verkehrsmitteln. Angeblich sind Straßenbahnen ja sowieso das Schlimmste für arbeitende Leute, weil die einfach so voll mit Keim und Bazillen genau. sind, dass du dir da jederzeit irgendwas abholen kannst. Ne? Ich habe auch mittlerweile ein bisschen so da eine kleine Keimphobie entwickelt und ich versuche in Straßenbahnen keine Stangen mehr anzufassen und drücke auch so alle Knöpfe so an den Türen und sowas, drücke ich alles irgendwie mit dem Ellbogen oder so. Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Tatsächlich, es klingt ein bisschen monkisch, aber das eine oder andere Reinigungstuch dabei zu haben für solche Ecken ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Ja, aber ja, oft ist es doch einfach so, dass Menschen, es gibt zu viele Menschen, die kein Knigge gelesen haben und deswegen nicht in der Lage sind zu wissen, wie niese ich richtig, wie verhalte ich mich, wenn ich huste und so weiter. Und man kann versuchen, seine Bazillen bei sich zu behalten oder so gering wie möglich zu verteilen. Ja, es gibt dann auch eben genau die Leute, die das halt nicht wissen, die schön in die Hand niesen und dann am Sitz abwischen oder nee. Ja, oder Menschen, die ich letzte Woche hatte, zum Beispiel. Ich saß in einem Vierer und vor mir saßen zwei Leute, ein älterer Herr und ein junges Mädchen. Und der ältere Herr saß mir genau gegenüber, hat die ganze Zeit Zeitung gelesen und hat sich dabei die ganze Zeit in den Haaren gekratzt. Aber so richtig, wo ich schon dachte, so von wegen so, das geht schon ein bisschen Richtung Läuse. Und dann hat man auch so richtig gesehen, wie die Schuppen von seinem Kopf in alle Richtungen gerieselt sind, bis auf die Schulter der Nachbarin. Vielleicht hat er Neurodermitis. Das kann natürlich gut sein. Das ist doch eine Hautkrankheit, oder? Ja. Gut. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es doch ein bisschen heftig, dass der Typ doch dem Mädel auf die Schulter gerieselt hat, oder nicht? Also wenn ich ein Mädel auf die Schulter riesel, dann kriege ich auch Ärger. Ja, in deinem Alter ist das auch wirklich eher ein Rieseln. Ja, ich bin froh, dass ich noch rieseln kann. Richtig, richtig. Besser das als heiße Luft, das ist ja die nächste Stufe. Ah, genau. Heiße Luft, gutes Thema. Mein zweites Punkt sind nämlich die Leute im Flugzeug, die ihre Klimaanlage voll aufdrehen. Also die neben einen sitzen und dann sich denken, oh, ich brauche jetzt hier Klimaanlage und drehe einfach mal voll die Belüftung aus. Weil das richtet sich ja nicht nur immer auf dich, ja, es richtet sich auch auf alle Nachbarn. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine Klimaanlage, die gezielt gerichtet auf etwas schießt. Oh ja, wenn sie viel zu kalt eingestellt ist. Ne? Richtig. Das habe ich aber auch mal ganz normal mit Leuten, wenn ich bei denen im Auto sitze und die Klimaanlage voll aufdrehen und viel zu kalt. Ja. Wo du weißt, ey, das macht man so nicht. Davon wirst du krank. Ich bin prädestiniert dafür, wirklich von Klimaanlagen krank zu werden. Ich erkälte mich, wenn ich die Klimaanlage anstelle. Das passiert mir auch sehr schnell. Ich bin meistens immer erkältet, wenn ich irgendwie mal Klimaanlage vor mir hatte. Ja. Das ist grauenvoll. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die im Flieger sitzen zum Beispiel, weißt du, und panisch werden. Und wenn du panisch wirst, dann ist es immer gut, frische Luft zu bekommen. Wenn man sich darauf konzentriert, dass man frische Luft bekommt, dann kann das einem helfen, die Panik zu überwinden. Also, ne, man sagt ja nicht umsonst, wenn man Panik kriegt, erstmal tief einatmen und so weiter. Richtig. Und wenn man dann weiß, dass man frische Luft gibt, beziehungsweise kalte Luft, man denkt ja immer, kalte Luft ist bessere Luft und ist deswegen frischer. Ne, da wird das Wort frisch einfach für beides genommen, aber hat eigentlich zwei verschiedene Bedeutungen. Richtig, aber nein, es ist einfach nicht so. Ne? Ich glaube, man gehört, die optimale Klimaanlagentemperatur ist 2 Grad unter Außentemperatur. Das heißt, selbst wenn es draußen 30 Grad sind, dann sollte man sich eigentlich die Klimaanlage im Auto auf 28 Grad stellen. Definitiv. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Sebi, um meinen Punkt nochmal abzuschließen, vielleicht sind das Menschen, die Panik haben, weißt du? Und wenn du das nächste Mal im Flieger sitzt und neben dir dein Sitznachbar einfach mal die Klimaanlage voll aufdreht, dann schucke ich auf die Schulter. Guck ihm in die Augen, wisch ihm die Schuppen von der Schulter und einfach mal umarmen. Ja, auch wenn es der Gauland ist, Sebi. Vielleicht, ich meine, hier im Berlin-Köln-Flieger, da sitzen ja immer wieder so ein paar Polit-Promis. Ich bin ja beim letzten Mal, als ich hier war, mit dem Martin Schulz, bin ich dann geflogen. Das war ja dann leider. Nicht mit dem Olli Schulz, leider. Hashtag Schulzflug. Wäre aber lustig gewesen. Glaubst du, Leute, die bei Martin Schulz aufspringen und sagen, ey, Schulzkowski? Warum nicht? Der sieht auf jeden Fall dem Schulzkowski ähnlich als Schulzkowski selber. Optisch meinen wir natürlich. Wir meinen natürlich nur optisch.
Ja, und ja, optisch. Ja. 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 Nee, Klimaanlagen-Junkies im Flieger. Ätzende Leute braucht kein Mensch. Ich komme zu meinem zweiten. Und das sind Grabscher. Was? Grabscher. Und da rede ich nicht, also ich habe es mal ein bisschen zusammengefasst, ich will gar nicht darauf eingehen, auf irgendwelche Leute, die sich denken, ich stehe im Zug oder ich sitze im Flieger oder sonst was oder in einer engen Bahn und ich kann rumgrapschen. Nein, die meine ich nicht. Die sind komplett außer Frage. Ne? Mhm. Die spielen in einer ganz anderen Liga von widerwärtig. Aber ich meine ganz genau zwei Arten von Menschen. Zum einen zwielichtige Gestalten, die neben dir sitzen, ja, und die ganze Zeit an deren Jacken- oder Hosentasche rumkrabbeln, die zwischen euch ist, und du konstant das Gefühl hast, dass irgendjemand an deiner Jacke rumfummelt, oder aber auch Menschen, die vor allem in einem Vierersitz dir quer gegenüber sitzen, die Beine breit haben, kein Problem damit haben, dass eure Knie sich bewegen, aber dann dieses Knie auch noch bewegen. Ja. Und dir konstant das Gefühl geben, dass sie dich mit ihrem Knie streicheln. Ich weiß, was du meinst, aber man kommt ja oft in der Situation, dass du halt in so einem Vierer sitzt und dann hat man halt die Situation, oh, die Knie berühren sich, ja. Und ich bin dann mehr so ein Typ, der sagt, nö, ich gebe jetzt nicht nach. Also wenn dich das stört, okay, mich stört's nicht, aber wenn dich das stört, dann zieh dein Knie halt weg. Dann ist auch okay, ja. Aber die Berührung stört nicht. Aber sobald so eine leichte Bewegung und so ein leichtes Streicheln draus wird, ja, da kannst du auch keinen Siedler mehr auf dem Handy spielen. Da sag ich dann, halt, stopp. Hier spricht meine Erektion. Genau, hier und nicht weiter, sonst machst du sauber. Genau, sonst schuppe ich. Ich muss hier raus, bitte hören Sie auf. Ich kann gerade nicht aufstehen. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Oft ist es ja aber einfach so eng, dass es nicht anders geht. Und ich glaube einfach, man sollte fremden Menschen auch ein bisschen aufgeschlossener sein. Es sei denn, es ist natürlich so irgendwie, also wenn es hygienische fremde Menschen sind oder weibliche Menschen, weibliche hygienische Menschen, dann ist es durchaus mal okay. Wir behalten erstmal deine Reihenfolge da. Hygienische, weibliche? Ja, zunächst hygienisch und dann weiblich. Ach, oder so, ja. Dann ist es durchaus okay, dass man halt, keine Ahnung, wenn es halt eng ist und man nebeneinander sitzt und man sich auch gar nicht kennt, aber dass man sich dann halt an den Knie berührt, vielleicht auch an den Arm berührt, keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass man direkt einem auf dem Schoß sitzt, ja. Nein, aber sobald es eine dauerhafte Berührung wird. Ja, keine Ahnung, sobald du anfängst, Händchen mit jemandem Fremden zu halten, euch in die Augen guckst und dann denkst, oh mein Gott, mit dem mache ich jetzt rum, vor allem mit dem, ja, ich glaube, es könnte romantisch werden und das könnte auf jeden Fall für eine Bildstory reichen, aber ich glaube, muss man aufpassen. Aber ich finde das Knie so schlimm, weil zum Beispiel, ich hatte auch schon mal Situationen, wo jemand neben mir im Flieger einfach eingeschlafen ist und in meine Richtung gekippt ist, und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, Schulter an Schulter, weißt du? Ich bin ja ein Mensch, ich kann so schlecht im Flieger und im Zug einschlafen. Da freue ich mich ja für die anderen, wenn die das schaffen. Ne? Ja. Und wenn ich dann irgendwie meine Schulter gegenstemmen kann, damit die Person dann gut schlafen kann, dann habe ich damit kein Problem. Aber es ist gut. Es ist irgendwie, ich glaube, es ist der Meniskus. Es ist das. vielleicht ist es auch einfach so, vielleicht habe ich einen sehr, sehr empfindlichen Meniskus. Ja, ich hab sehr viele Nervenstränge am Meniskus. Und das stört mich dann. Alles klar. Darum haben Fußball auch immer Meniskusschäden. Ja, komm, nächstes Mal setzen wir die Stühle extra nah aneinander, damit unsere Knie sich berühren können und wir uns gegenseitig an den Knien streicheln können. Ich freue mich drauf. Das wird wunderschön. Mein dritter Typus Mensch, der richtig nervig im Flugzeug sind, ist der Toilettenwarter. Ja. Flugzeugtoiletten sind eng und rar und ich verstehe sowieso nicht, ich verstehe es einfach nicht, wieso man auf einem Flug Köln-Berlin, der etwa 40 Minuten, 50 Minuten dauert, warum man da auf die Toilette gehen muss, vor allem in einem Flugzeug. Ich verstehe es nicht. Sebi, die Menschen sind einfach nicht so geübt, weißt du? Wart nochmal 10 Jahre. In 10 Jahren hat ja jeder einen Podcast, weißt du? Ja. Und dann wird jeder einfach jede Woche 1 bis 2 Stunden aufnehmen und dann kommt das automatisch. Guck mal, wir haben jetzt einfach 128 Wochen Erfahrung damit, in einer Stunde nicht einmal pinkeln zu müssen. Ach, du weißt gar nicht, wie oft ich bei Skype-Aufzeichnungen schon irgendwie auf der Toilette saß mit dir. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass du nicht spülst. Das ist viel schlimmer. Ja, oder ich sitze einfach lange und spüle halt nach dir. Sebi, diesen Hall würden wir erkennen. Ja, vielleicht ist meine Toilette mit Teppichboden überall ausgestattet. Keine Ahnung. Es wird unrealistisch, dieses Szenario. Ja, okay. Aber was meinst du mit Leuten, die warten?
Ja, die warten immer. Also Toiletten sind ja im Flugzeug, weißt du. Und statt, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, sich nochmal hinsetzen und einfach mal beobachten, es ist ja auch ausgeschildert, ob eine Toilette besetzt ist oder nicht. Nein, die Leute gehen immer. Gehen vor die Tür, ja, immer schön nach vorne zum Piloten, da sind ja daneben, also neben dem Piloten sind die Pötte, ne? Und dann stehen sie da immer. Und weiß ich nicht, statt irgendwie, man kann da oben ja auch nichts machen. Du hast kein Handyempfang, du kannst nicht aufs Handy gucken, du kannst nichts lesen, ne? Was machen die Leute? Die starren. Und dann starren die Leute einfach entgegen der Flugrichtung in das Auditorium hinein, ja? Und alle Leute beobachten halt diesen Typen halt, wie er auf die Toilette geht. Ja, weil nichts zu tun. Ja, aber trotzdem, die Leute, die da einfach rumstehen, warum bleibt dieser Spacko nicht einfach sitzen? Warum lenkt er mich davon ab, aus dem Fenster zu gucken? Oder warum lenkt er mich einfach davon ab? Keine Ahnung, das, was man im Flugzeug macht, Podcast hören oder Nachbarn anschuppen, weißt du, warum stört er mich? Warum hält er mich davon ab? Menschen. Das stört mich einfach. Aber am besten sitzt du noch in der ersten Reihe und berührt dein Knie dabei beim Warten. Genau, warum machen die das? Ne? Leute, seid keine Hurensöhne und wartet auf die Toilette, bis sie frei ist und steht anders auf. Ja. Darf man Hurentouren vom Bundestag sagen? Weiß ich nicht, werden wir gleich rausfinden. Also wir werden es nächste Woche rausfinden, wenn Folge 130 nicht kommt. Ja, oder vom BND gesponsert wird. Das wäre auch nicht schlecht. Hey, lieber BND, wenn ihr zuhört, ne, lasst uns mal ein Like da. Genau. Ja, ihr habt ja sicherlich Zugriff auf genug Konten. Richtig. Wir hätten gerne ein Like von A. Nahles. Weil da können wir Witze drüber machen. Weil Anal. ja, das war mein dritter. Ja, ich komme zu meinem letzten und zu dem Grund, überhaupt, wieso ich auf diese drei Dinge gekommen bin, Sebi. Mhm. Und zwar ist es eine Art von Person. Ich kann verstehen, so ein bisschen, warum sie es tut. Ich kann allerdings nicht verstehen, warum sie es nicht unterdrückt. Und diese Person, die ich heute in der Bahn getroffen habe, führte zu diesen drei Dingen. Und ich nenne ihn den einäugigen Gaffer. Ist das quasi der Typ, der jemanden sieht und dann versucht, unauffällig hinzugucken? Schlimmer. Ich hole aus. Ja. Ich habe ja jetzt schon eindeutig klargemacht, dass ich Vierer bevorzuge. Vor allem Vierer nur mit mir alleine. Und ich sitze in einem Vierer am Fenster und in der Reihe vor mir, hinter dem Vierer, ist eine Zweierreihe zu mir gerichtet. So. Und wie gesagt, ich sitze am Fenster und in dieser Zweierreihe vor mir, hinter den Stühlen vom Vierer, sitzt am Gang. Ich verstehe sowieso nicht, warum sich Leute freiwillig an den Gang setzen, wenn sie am Fenster sitzen können, weil dann stößt eigentlich dauernd jemand an aus dem Gang. Aber egal. Und du hast halt das Problem, dass die Stühle immer Doppelstühle sind und oben ist so ein kleiner Schlitz. In der Mitte ist ja alles zu, damit da keiner von hinten an deine Tasche greifen kann oder so. Aber oben kann man durchgucken. Und diese Person saß die anderthalb Stunden, die ich heute von Dortmund nach Köln zurückgefahren bin, so, dass konstant nur sein eines Auge zu sehen war. Und ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber er hatte ein sehr, sehr großes Auge. Und ich habe auf mein Handy geguckt, aber ich habe die ganze Zeit in meiner peripheren Sicht sein Auge gesehen, wie es mich angestarrt hat. Mhm. Und wenn ich hingeguckt habe, dann hat er eine Sekunde zu lange weiter auf mich gestarrt und hat erst dann weggeguckt. Und er hat mich einfach konstant anderthalb Stunden beobachtet. Vielleicht und alles, was ich sah, war dieses eine Auge. Ja, vielleicht hat er aber auch einfach durch dich hindurch geguckt. Nee, er hat mich eindeutig fokussiert. Also meinst du? Das hat schon was Edgar Allan Poe. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen selbstverliebt von dir, dass du davon ausgehst, dass du beobachtet wirst? Ich meine, was ist so Besonderes an dir, dass man dich angucken will? Das hat mich auch gefragt, so von wegen, ey, ganz ehrlich, es sind doch genug andere Leute hier im Zug. Aber kennst du das nicht, man spürt ja manchmal, dass Menschen einen anstarren. Ich bin eher auf der anderen Seite und starre andere Menschen an. Ja, und guckst du dann weg, wenn die Leute dich angucken? Nee, ich habe es mittlerweile perfektioniert, eben diesen leeren Blick auf einmal drauf zu haben, so von wegen, ach, ich starre dich gar nicht an, sondern ich gucke eigentlich durch dich hindurch. Es ist gerade zufällig, dass meine Augen auf dich gerichtet sind. Hast du dir dann auch die Hand vom Schritt abgewöhnt? Nee, ich war gerade am Schuppen. Nee, aber keine Ahnung. Das Ding ist ja immer. Ich habe gestern im Flieger. Mein vierter Typ bin ich selber. Also ich selber im Flieger ist auch so ein bisschen creepy. aber neben mir saß ein Mädel. Leute, die im Flugzeug einen Podcast aufnehmen.
neben mir saß halt ein Mädel und das hat halt irgendwie im Handy was geschrieben, keine Ahnung, was gelesen. Und mir war langweilig und da hat man halt immer wieder mal so geguckt, was da ist. Und irgendwann hat sie mich halt so ein bisschen... Ist mir doch egal, wenn du in einem Ryanair-Flieger sitzt, da hast du keine Privatsphäre mehr, weil, keine Ahnung, das, wie gesagt, da haben sich nicht nur unsere Knie berührt, ja. So, und wenn du dann darüber guckst und dann halt so ein bisschen liest, aber dich dann ertappt fühlst, was macht man dann als normaler Typ? Man tut so, als ob man sich gerade den Nacken wieder einrenkt und guckt halt noch genau in die andere Richtung und den so ein bisschen und guckt wieder gezielt in die andere Richtung, um zu zeigen, ja, ich habe da gar nicht drauf geguckt, nein, ich habe mir gerade nur den Nacken gedehnt, ja. Also das kann man perfektionieren. Wie du wirklich mit ausgedehntem, ausgestreckten Nacken ja. wahrscheinlich schon fast deinen Kopf auf ihre Schulter gelegt hast, nur um mitzulesen. Wie wär's denn einfach mal mit proaktiv gegengehen, weißt du, einfach mal Tipps geben. Einfach mal wirklich aktiv mitlesen und sagen, glaub ihm kein Wort oder er wird nicht kommen. Nee, ich weiß auch gar nicht, worum es da genau ging. Ich habe es auch nicht richtig gelesen. Ich habe einfach nur aufs Display. Es war auch wieder so ein Starren. Ich starre auf das Display und sehe, aha, da ist ein Text. Und ich habe auch gar nicht versucht, das zu lesen. Weißt du? Aber hat ja nichts anderes zu tun. Ich hatte nichts anderes zu tun, deswegen hat man da hingestarrt. Und dann fühlt man sich trotzdem ertappt und dann dehnt man sich halt, ja? Also, genau. Also probiert das mal aus. oder lieber nicht, Leute. Oder einfach nicht. Aber ja. das ist auch immer so ein Typ Mensch, ne? Da bin ich auch gespaltener Meinung. Wenn man in der Öffentlichkeit irgendwelche Spiele spielt zum Beispiel, ob es jetzt ja. einfach nur ein Quiz ist oder sonst was, und wenn Leute im Flieger oder im Zug plötzlich der Meinung sind, mitspielen zu müssen. Ja. Ne? Du sitzt da, man sitzt zu viert, jetzt mal so ein ausgedachtes Beispiel, man fliegt zu viert nach London und man fickt zu viert nach London. Ja, man fickt zu viert nach London, also wirklich durch die Stöße, weißt du, also ja. die Stoßbewegung führt dich voran. Das ist im ein bisschen Fickzeug. So, als würdest du auf einem Schreibtischstuhl sitzen und dich im nach vorne Fickzeug stoßen. Mit dem Billigficker. Ganz genau. Riesen-Air. Riesen-Air. Ja. Auf jeden Fall sitzt du in dem Zug für eine halbe Stunde und dann kommt ihr auf die Idee, komm, wir spielen mal zur vierten Runde Quiz. So ein Besserwisser-Spiel oder so. Mhm. Ne? Das ist ein Brettspiel. Und nebenan sitzen anscheinend auch zwei Deutsche, hören die ersten 10 Minuten zu und kommen dann einfach so auf die Idee, in diesem kompetitiven Spiel der einen Person mit der Antwort zu helfen. Das geht doch nicht. Ach komm, soziale Gefüge und alles okay, das passt schon okay. Ja. Ja. Sebi, ich muss unbedingt mal wieder eine ganze Woche von Köln aus arbeiten, dann bin ich besser gelaunt. Das wird mal, ich merke halt, wie böse du gerade einfach drauf bist. Und ganz ehrlich, komm mal nach Berlin, setz dich vor den Reichstag, irgendwann wird es kalt, aber es ist schön, die Atmosphäre und also Europa fließt so. Gerade durch mir. Ja? Durch dir? Also ich durch mir. Europa fließt durch mir. Ich merke gerade so richtig, wie ich in Europa blühe. Komm, Sebi, dann machen wir einfach demnächst mal ein Isle of Lamb Spezial. Wir beide steigen in den Zug nach Brüssel. Und dann steigen wir schön in Dalis, ne? Und dann fahren wir nach mit dem Dalis nach Brüssel und dann gehen wir hier ans Mannequin Piss und machen dann da den Podcast. Essen Pommes und dann gucken wir uns mal die EU an. Genau, gucken wir uns nochmal die EU an und ja, gucken mal so. Klingeln wir mal beim Juncker, weißt du? Ja, da hat bestimmt ein Weinchen da. Ja, ich meine ganz ehrlich, weißt du, schreiben wir die Partei an und fragen, hey, habt ihr einen Schlafplatz für uns? Wir haben euch bestimmt mal gewählt. Genau. Hast du schon mal die Partei gewählt? Ja. Ich auch. Siehst du, perfekt. Ja. Beim letzten sind Mal. Sind wir doch fast Mitglieder. Beim letzten Mal war die Europawahl ja noch eine Spaßwahl. Da hat ja keiner gecheckt, dass es irgendwie ernst wird. Ich habe, glaube ich, bei der letzten Europawahl wirklich, ja, vielleicht, weiß ich nicht mehr genau. Naja, meine Damen und Herren, das war I Love Lamp, der Podcast Folge 130. 130, Sebi. 130. Über 2 Jahre mit dir und es wird nicht schlechter. Ja, aber auch nicht besser. Vielleicht sollten wir daran mal arbeiten. Ja. Ja, aber wir sind, weißt du, viele, viele andere Podcasts, die so viele Folgen genommen haben, können nicht mehr von sich selber sagen, dass sie real sind, weißt du? Das ist wahr. Okay, ich mache jetzt für dich hier nochmal kurz meine Kamera an, damit du mal siehst, dass ich hier noch immer sitze. Moment, ich muss hier mal... Leute, ich prüfe jetzt für euch, dass Sebi diese Aufnahme nicht davor aufgenommen hat. Genau, Moment. So, ich mache jetzt hier nochmal... Moment, das ist das Kanzleramt. Ich sehe was? Ich sehe eine Bank. Das bin ich und hier siehst du mich mit dem anderen Handy, mit dem ich gerade aufnehme und in diesem Ohrkopfhörer, da höre ich dich gerade, ja? Also es ist ja alles sehr professionell. Meine Damen und Herren, dreh dich mal um 360 Grad, bitte. Lass uns sehen. Da ist... Ja? Wunderschön hier. Wahnsinn. So. Meine Damen und Herren, da hinten ist übrigens der Moment, ich muss das mal andersrum machen. Da hinten ist der Alex. Siehst du den Alex?
Ja, natürlich sehen wir den Alex. Ja, also ich sehe. Ich sehe. Ja, siehst du. Ach, ja, also jetzt wird es visuell. Und visuell passt nicht im Podcast. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Sebi, zu visuell schnapp, zwischen uns schnapp dir eine Berliner Weiße. Such dir noch eine ordentliche Currywurst und dann ab in Polenpuff, würde ich sagen. Genau. Nee, das Tolle ist, ich gehe jetzt in mein Hotelzimmer, weil die Minibar da inklusive ist. Deswegen siehst du mich gleich da. Ja, ich sehe in einer halben Stunde eine Nachricht auf meinem Handy mit einem traurigen Sebi, weil es da kein Kölsch gibt. Sebi, ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns Danke. Nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Und dem Rest auch tschüss.